Liebe von hier ist doch euer Steinwallen. Wir sind zusammen mit Philipp in Lincoln eingesperrt, weil wir bei König Stefan waren, als hier die Schlacht verloren ging für eben diesen. Aber was viel wichtiger ist, Philipp hatte so eine Art Erkenntnis, glaube ich. Er hat es immer wiederholt. Wir sind es nur wir. Ich glaube, er meinte damit, dass die Menschen verantwortlich sind für das Unheil auf der Welt und nicht Gott. Die Menschen sind verantwortlich für ihre Taten und nicht Gott. Könnte ich mir vorstellen. Erkenne die Wahrheit. Was soll das bedeuten? Schauen wir uns erstmal die Wolken an. Nach der Schlacht von Winkel. Ja, so ist es besser. Lass sie nie Schwäche sehen. Steh aufrecht. Okay. Ich glaube, Philipp weiß gar nicht, was los mit ihm ist. Was nun? Der Himmel ist so leer. Keiner, der über uns wacht. Wir sind ganz allein. Gott verlassen fühlt er sich. Den Himmel gibt es nur in diesen Seiten. Boah, was für ein Frust spricht aus ihm. Okay. Was werden sie mit ihm machen, mit König Stefan? Sieht nicht besiegt aus. Was bewegt ihn, immer weiterzumachen? Was starrt ihr so, Mönch? Warum tut er das alles? Weil ich es will. Weder Gott, Blutlinie, noch das Schicksal hat mich zum König gemacht. Ich habe mir den Thron erstritten. Es war mein Entschluss zu herrschen. Und es war mein Entschluss zu kämpfen. Und ich bin noch nicht fertig. Ist es die ganzen Toten wert? Mathilde zu besiegen? Bei Gott, ja. Es ist ein Spiel und ich werde es gewinnen. Das scheint Philipp nur zu bestärken in seiner Erkenntnis. Menschen am Feuer. Gefangene Ritter. Da ist Richard. Oh. Wenigstens ist er am Leben. Wie lange sind wir schon hier? Richard! Ihr solltet keine Aufmerksamkeit auf euch lenken. Nicht, wenn ihr in einem Käfig steckt. Außer ihr seid der König. Warum bin ich hier drin? Ihr gehört zu uns, oder nicht? Ich habe für Frieden gebetet. Frieden gibt es nur zwischen einer Schlacht und der nächsten. Ihr hattet recht mit William Hamley. Inwiefern? Sobald die Schlacht sich gegen uns wendete, wechselten er und seine Männer die Seite. Der Graf von Shiring kämpft jetzt für Mathilde und Robert. William Hamley kämpft nur für sich selbst. Und für Bischof Walleran. Okay, das ist ja eine überraschende Entwicklung. Da hat er die Seiten gewechselt. Wow, hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Wenn der Mensch der Teufel ist, gibt es keine Hölle. Gibt es keinen Himmel. Genau, das ist die Erkenntnis. Wie viele sind gestorben? Was? Wie viele Menschen sind in der Schlacht gestorben? Zu viele. Auch mein Pferd ist draufgegangen. Aber Robert ist kein Tier. Das muss man ihm lassen. Sonst wären wir nicht hier. Er ist hier drüben. Danke. Francis! Oh, Philipp. Natürlich. Du bist mit Graf Robert, deinem Herrn, gekommen. Ja, als ich von Bischof Henry hörte, dass du in Lincoln seist, fing ich an, dich zu suchen. Er dachte, du wärest tot. Noch nicht. Es ist gut, dich zu sehen, Bruder. Henry sagte, du seist wegen einer Marktgenehmigung gekommen. Ja. Ich glaube, ich kenne jemanden, der da helfen könnte. Ich sorge dafür, dass man dich freilässt, und dann gehen wir nach Winchester. Das wird nicht lange dauern. Was ist mit euch? Meine Getreuen sind bald wieder am Zug. Das Spiel ist noch nicht aus. Wenn ihr Frieden wollt, wenn ihr das Leben der Unschuldigen schonen wollt, dann müsst ihr aufgeben. Niemals. Das ist das Einzige, was ich nicht kann. Dann
gibt es wirklich keine Hoffnung. Dies ist also euer Bruder. Ah, Kaiserin Mathilde. Die lernen wir auch mal kennen. Ich habe viel von euch gehört, Prior. Euer Bruder unterstützt unsere Familie seit vielen Jahren. Und wir vergessen diejenigen nicht, die uns treu sind. Hiermit gewähre ich Kingsbridge die gleichen Marktrechte wie Shiring. Die gleichen Rechte? Die gleichen. Ich danke euch, Königin. Ich danke euch. Die Blutlinie ist wiederhergestellt. Bald wird mein Sohn seinen rechtmäßigen Platz hier auf dem Thron einnehmen. Alles wird sein, wie es war. Ich werde ein gerechter König sein, wie mein Großvater Heinrich. Der Friede wird nach England zurückkehren. Wünscht ihr uns sonst noch etwas zu sagen, Prior? Oh Gott. Nein. Nichts. Ich danke euch, Königin. Hey, er verweigert... Haben wir nicht geklickt oder verweigert er jetzt das, was wir gesagt haben? Das finde ich ja krass. Wir hatten doch vor Ablauf der Zeit geklickt, ne? Nun ja. Er ist nicht der mutigste, zumindest nicht immer. Wobei, er ist klug. Wahrscheinlich wäre es ist besser, dass er es nicht gesagt hat. Der Markterlass für Kingsbridge. Nach der Schlacht von Lincoln wurden Kingsbridge-Marktrechte von der englischen Krone gewährt. Diese Erlaubnis stellt Kingsbridge dieselben Rechte wie Shiring aus. Endlich kann Philipp wieder Handel treiben lassen, doch nun darf er zusätzlich einen Wollmarkt stellen. Dies ist eine bedeutende Gelegenheit für die Stadt und ihre Bewohner, da die Wollhändler mit den Bedingungen des Wollmarktes in Shiring mehr als unzufrieden sind. Die Priorei, die Menschen von Kingsbridge und Wollhändler wie Aliena werden hiervon in hohem Maße profitieren. Sehr schön. Kapitel 12 abgeschlossen. Das ist doch eine tolle Entwicklung hier für die Priorei. Jetzt wird auch klar, was das große Tier ist. Ja, wir haben es gesehen, aber auch das war natürlich nur ein Symbol. Was du getan hast. Walron weiß, dass Tom Bilder noch am Leben ist. Du hast von deinen Eltern, Aliena und Richard, geträumt. Du hast dem ängstlichen Soldaten geraten, sich zu verstecken. Der König befahl dir, dich auszuziehen und dein Leben zu riskieren. Dank Francis hat Kaiserin Mathilde dir eine Marktlizenz erteilt. Und nach dem Schrecken, der dir widerfuhr, bist du vom Glauben abgefallen. Ob er da nochmal zurückkehrt zum Glauben? Ein Prior ohne Glauben mit einer riesigen Kathedrale. Kapitel 13. Der Wollmarkt. Ein paar Wochen später. In den letzten 2 Tagen des Wollmarkts haben wir mehr Geld eingenommen als bei den letzten 3 Märkten vorher zusammen. Naja, aber wie können wir sicher sein, dass der Graf von Shiring unseren Markt nicht wieder schließt? Er hat dafür keine Möglichkeit mehr. Das Gesetz schützt uns. Nur Gott hält seine Hand über uns. Das ist wahr. Unsere Zeit der Angst ist endlich vorbei. Es wird nie vorbei sein. Was hast du gesagt, Philipp? Nichts. Die Musik ist zu laut. Unser Prior hat recht. Dieses Schauspiel da draußen ist unwürdig für ein Kloster. Der Markt ist bald vorbei. Und dann wird Kingsbridge endlich finanziell unabhängig sein. Okay, jetzt sind wir, offenbar übernehmen wir wieder Tom, der mit Philipp sprechen soll. Okay, er schaut sich vorher wie immer mal ein bisschen um. Remigius sieht abwesend aus, als würde er auf etwas warten. Missbilligt den geschäftigen Mark. Markt. Modell nicht mehr lange, bald fertig. Und was mache ich dann? Philipp will mit mir reden. Was soll ich ihm sagen? Ich muss eine Entscheidung treffen. Da bin ich ja mal gespannt. Philipp? Ah, ihr seid zurück.
Wie sieht's aus im Steinbruch? Alles in Ordnung. Wir werden dort keine Probleme mehr haben. Warum habt ihr mich um ein Gespräch gebeten? Es geht um Jack. Er hat sich wieder mit Alfred gestritten. Seid ihr zu einer Entscheidung gekommen, was meinen Vorschlag betrifft? Jack soll Novize werden? Ich bin mir nicht sicher. Jack kann schon lesen und schreiben. Und es gibt viel mehr, was wir ihn hier lehren können. Was sagt seine Mutter dazu? Ellen redet nicht mit mir deswegen. Sie glaubt, dass ich Alfred vorziehe. Aber Alfred ist Handwerksmeister. Ich habe ihn ausgebildet, seit er 6 war. Jack ist nur ein Lehrling. Und mit den beiden kann es nicht so weitergehen. Nein, das ist wahr. Er würde nicht mehr an der Kathedrale arbeiten, aber er könnte in Kingsbridge bleiben. Das stimmt. Ich habe keine Wahl. Ich will das Beste für meine Kinder. Für sie alle. Natürlich. Reden wir also mit Jack. Ja. Okay, Philipp hat angeboten, mit Jack zu helfen. Wir können so nicht weitermachen. Aber ob das Richtige für Jack ist, Mönch zu werden? Das bezweifle ich mal recht stark. Mönche, Stimmung ist gut, seit Philipp wieder da ist. Wie viele haben sich wohl das Mönchtum selbst erwählt? Wie viele wurden von ihren Eltern dem Kloster übergeben? Gut, das fragt er sich jetzt nachvollziehbarerweise. Wir sollen jetzt mit Jack sprechen. Mal sehen, wo wir ihn finden werden. Tom? Wartet auf mich. Philipp? Etwas liegt dir doch auf der Seele, oder? Philipp, du hast Kaspert und mir einst gesagt, wenn du Prior würdest, würdest du dafür sorgen, dass die Novizen gut behandelt werden. Anders als Remigius Bruder Markus behandelt hat, bevor er uns verließ. Erinnerst du dich? Es war der Tag, als der kleine Jonathan zu uns kam. Ja, ich erinnere mich. Er war so winzig. Du hast erreicht, was du dir vorgenommen hast. Und so viel mehr. Wenn nur Kaspert noch leben würde, um das zu sehen. Melius, wir hatten keine Zeit zum Reden, seit ich zurückgekehrt bin. Zeit war da, aber du bist mir ausgewichen. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei all dem hier. Warum? Jetzt ist doch alles gut. Es fing an, noch bevor ich meinen Bruder in Winchester verlassen habe. Aber er ist immer noch inmitten des Chaos da draußen. Ich habe Angst. Um ihn. Um uns alle. Aber das ist nicht alles. Nein? Ich fürchte, ich habe meinen Glauben verloren. Du? Lass uns reden. Später. So wie früher. Ja, natürlich. Das werden wir. Ich hoffe mal, das hat... Kommst du nicht mit, Remigius? Ich habe Dringendes zu erledigen, Vater. Nun gut. Ich hoffe, das hat Remigius ja nicht, jetzt nicht mitbelauscht. Und was für eine Überraschung ist das? Nun, ich glaube, du wirst begeistert sein. Ihr beide. Du machst mich neugierig. Wann können wir es sehen? Es sollte heute Nachmittag fertig sein. Komm mit, Jonathan. Wir wollen uns den Bären anschauen. Ja, bitte. Viel Spaß, Jungs. Weißt du, was er im Schilde führt? Ich habe keine Ahnung. Vater? Jack hat Werkzeug vom Bau mitgenommen. Ich weiß nicht, was er damit vorhat, aber ich weiß, dass er es geklaut hat. Ihr beide werdet euch in Zukunft nicht mehr streiten können. Philipp wird dafür sorgen. Aber Jack ist nicht der Einzige, der daran schuld ist. Okay, Wollen wir vielleicht erstmal mit Martha und Aliena kurz nochmal reden? So stolz auf mein kleines Mädchen. Aber sie sollte einen Ehemann kriegen. Und Aliena auch. Gehen wir mal dahin.
Martha, hast du Jack gesehen? Er ist mit Jonathan gegangen, um den Bärenkampf zu sehen. Mit Jonathan? Das ist viel zu gefährlich. Was denkt er sich? Ich darf nicht erlauben, dass Jonathan etwas geschieht. Ich bin für ihn verantwortlich. Ja, in der Tat. Na gut. Wir müssen mal gucken, wo Jack jetzt ist. Oh, übrigens, ich habe von Richard gehört. Geht es ihm gut? In der Nachricht stand nichts davon, aber ich nehme an, ja. Wieso? Er schreibt, ich soll ihm ein neues Pferd kaufen. Oh, bahnt sich da noch so. Sieh dir das an. Müssen wir uns das anschauen? Natürlich. Sieh nur, wie der rangeht. Warum kämpfen der Bär und das Hühnchen? Es liegt in ihrer Natur. Das Tier, das stärker und klüger ist, gewinnt. Nein. Keines von beiden kann gewinnen. Jonathan, komm her. Du hättest ihn nicht herbringen sollen. Es ist gefährlich. Ich mache immer etwas falsch. Ganz gleich, was ich tue. Wenn Alfred ihn hergebracht hätte, dann hättest du kein Problem damit gehabt. Doch, hätte ich. Vielleicht ist es besser, wenn Jonathan und du gehen. Komm mit. Jack. Was? Ich weiß, wie du dich fühlst. Ach, wirklich? Die Welt ist ungerecht. Wir sind wie diese armen Tiere, gezwungen, einander an die Kehle zu gehen. Es ist ein Spiel, das sie uns aufzwingen. Wer? Tom? Nein. Die Könige und Kaiserinnen. Selbst der Bischof. Tom und wir alle leben in einer ungerechten Welt, in der wir gezwungen sind, ungerechte Entscheidungen zu treffen. Wieder und wieder. Und wir wissen noch nicht einmal, dass wir ihr Spiel spielen. Du hast jedes Recht, zornig zu sein. Aber es gibt einen Weg, diesem Käfig zu entfliehen. Vielleicht nicht um Gottes Willen, aber um der Menschen Willen. Was meinst du damit? Ich möchte, dass du Mönch wirst. Und da wird der Hund zerfleischt gleichzeitig. Bleib stehen! Du sollst doch nicht einfach alleine auf der Baustelle herumlaufen. Das ist auch gut konstruiert, muss ich mal sagen. In dem Moment, wo Philipp selbst vom Glauben abfällt, da überzeugt er jetzt, oder will er Jack überzeugen, Mönch zu werden, was natürlich irgendwie so ein bisschen paradox ist. Aber er hat ja gesagt, wenn nicht um Gottes Willen, dann um der Menschen Willen. Und das ist ja durchaus ein Argument. So, wir müssen Jonathan suchen, also hinterher. Ah. Hat eine von euch beiden meinen Sohn gesehen? Ellen! Der sieht sich den Bärenkampf an. Aliena? Ich bin gekommen, um... Um was? Was ist los mit deinem Bruder? Ich habe keine Ahnung. Aliena, ich muss dich um deine Hand bitten. Als Ehefrau. Bist du verrückt, Alfred? Was? Warum solltest du glauben, dass ich... Oh nein, was ist jetzt passiert? Was war das? Was zum Teufel war das? Was geschieht da? Weich und griffig und doch fest. Was ist denn jetzt eben passiert? Jonathan. Oh nein, nicht weinen. Pa ist hier. Na, na. Ich bin hier. Ich hätte auf dich aufpassen müssen. Du wolltest bis ganz nach oben klettern, wie Alfred und Jack es machen. Komm mit. Wir gehen zusammen. Du und ich.
So, das ist sie also. Wer ist der Mann da? Ich bin der Graf von Shiring, Junge. Bleib bei mir, Jonathan. Ihr da! Während meine Männer euren Markt inspizieren, sagt mir, wo ist euer Heiliger? In der Krypta. Sprich lauter! Tom! In der Krypta! Oh, du bist Tom Bilder. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja! Jonathan! Oh nein. Okay, liebe Freunde, wir sind in Kingsbridge, aber auch nicht irgendwie. Ich glaube, wir sind in einer Art Traum. So sah es ganz am Anfang aus, als Tom sich diese Kathedrale vorgestellt hat. Ihr werdet euch vielleicht erinnern, als er im Wald war, in diesem Winterwald. Und gedanklich ist er offenbar wieder dort zurückgekehrt. Wir werden beim nächsten Mal schauen, was das zu bedeuten hat. Bis dann, macht's gut, euer Steinballen.